Peter Hai. Okay, muss die Meinungsblogger-Bubble platzen? Das ist immer die große Frage, die ich mir halt auch schon seit Jahren stelle. Also ich kann euch hier schon mal jetzt sagen, meines Erachtens nach, die Meinungsblogger-Bubble muss nicht platzen, weil es gibt keine Bubble. Heute kümmern wir uns mal um okay, Meinungsblogger-Blase, was ihr interessanter findet. Und zwar möchte ich heute mal erörtern, ob es denn besagte Meinungsblogger-Blase, also eine Szene der Meinungsblogger, wirklich gibt und gegebenenfalls, ob diese platzen muss. Nun ja, ich denke, wir müssen uns erst einmal... Ja, also durch den Kommentar, den er schon mal geschrieben hat, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob er das unter meinem Video geschrieben hat, denke ich mal, dass er jetzt sagt, die Meinungsblogger-Blase, die gibt es gar nicht so richtig und wir sollten uns alle unterstützen und so. Und das war's. Super schnell gehen wir. Die Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Zuerst. Alter, die Musik ist viel zu laut. Beziehungsweise, was ist eine Szene? Eine Bubble, hier bezogen auf die Filterblase, ist ein Begriff der Medienwissenschaft. Danke, Wikipedia. Laut dem Internetaktivisten Eli Prazer, entsteht eine Filterblase, weil beispielsweise Webseiten mit Algorithmen versuchen, dem Nutzer nur Content zu liefern, den er auch wirklich sehen möchte. Also eine einseitige Informationsquelle. Beispiel: Bist du ein linksgrün versiffter Öko-Hippie, wird dir von Twitter wohl oder weniger kein Tweet über die Vorteile des neuen VW Touaregs vorgestellt. Okay. So, KuchenTV muss eigentlich den nächsten. Er hat ja noch seine, ich weiß nicht, hat er noch seine Gerape-Videos? Heißen die noch Gerape-Videos? Hat er noch welche? Das heißt ja, er müsste eigentlich immer so sagen, so dabei, ja, also geraped, so das. Ey, da könntest du eigentlich immer KuchenTV fronten, so, er hat niemanden geraped. Er hat auch niemanden f***t, oder? Das ist laut der Definition nicht richtig, was er da gesagt hat. Ja, Mann, vielleicht Alter. Ist das nicht das beste Beispiel, aber ihr versteht schon, was ich meine. Kurzer Gag, wie passt dieser Begriff jetzt auf unsere Meinungsbürger-Szene? An sich thematisieren wir doch eigentlich alles, sogar uns gegenseitig. Filtern wir Informationen heraus, die wir nicht sehen wollen? Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Wir suchen doch gerade nach genau dem, was uns stört. So, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo für mich wahrscheinlich alle hassen werden. Wir werden jetzt den Begriff Meinungsblogger auf einen Personenkreis einschränken. Und zwar hoffentlich so, dass sich am Ende doch jeder damit zufrieden gibt. Also, was ist ein Meinungsblogger? Der Begriff setzt sich aus den Wörtern Meinung, Blogger und einem S zusammen, welches die beiden Wörter verbindet. Okay, lass mir das, das war anwitzig as hell. Zurück zum Anwitzig as hell. Leute, wir sind gerade in der Schule und müssen jetzt erstmal lernen, was welches Wort bedeutet. Okay, also Meinung, würde ich sagen, ist die subjektive Wahrnehmung eines Menschen, so ungefähr, die er dann halt austrägt. Wow, aber ich verstehe es gerade. Also was will mir jetzt das Video lehren? Was das jetzt so richtig ist. Okay, wir gucken uns jetzt, also das jetzt praktisch, er zeigt uns jetzt die Definition von Meinungsblog. Konzeptbrett. Wie lassen sich Leute zu Meinungsbloggern klassifizieren? Nun ja, ganz einfach. Es ist nicht möglich. Niemand kann mir sagen, yo, du bist ein Meinungsblogger. Aber ich kann es mir sagen. Ich definiere doch meinen Content dadurch, dass ich ein Meinungsblogger sein möchte. Ja, wie schon durch viele andere festgestellt wurde, ist es eigentlich doch so, dass jeder ein Meinungsblogger ist, der seine Meinung mehr oder weniger ungefiltert ins Internet... Xerles, Bruder, Alter, ich fühl's einfach. Lea Helena, schön, dass du da bist. Wow, Nudelsuppe hängt aus den Wörtern Nudelsuppe zusammen. Genius. Aber nur, wer sich auch wirklich selbst als einen sieht, kann sich mit dem Begriff auch identifizieren. Als Beispiel nehme ich hin und ungeschminkt der Blackscreen. Er sagt seine Meinung in seinen Videos, argumentiert und unterlegt es mit Satire. Fragen wir einen dahergelaufenen 12-jährigen Kommentarschreiberling, würde er sagen, yo, der ist Meinungsblocker. Aber Blackscreen sieht sich nicht selbst als einer, er sieht sich als Satiriker. Puh, jetzt haben wir also schon mal die Begrifflichkeiten geklärt. Ein Meinungsblogger ist also nur jemand, der es sein möchte. Und eine Blase ist eine Blockade gegen außenstehende Informationen. Oder so ähnlich. Da es faktisch also nicht plausibel ist, dass eine Meinungsbubble existiert, können wir uns also ja jetzt noch wieder... Das ist so lost, Alter. Ich finde das Video jetzt wirklich schon... Ey, das ist jetzt gar nicht böse gemeint oder so, aber ich finde, das ist einfach schon von Grund auf extrem lost. Alter, wer definiert denn bitte überhaupt das Wort, Leute? Wer definiert's denn? Frage beschäftigen, ob es eine Szene gibt, bevor wir entscheiden, ob diese platzen muss. Mein Freund Wikipedia zur Rettung. Eine Szene ist ein soziales Netzwerk in Form eines freizeitlichen Sozialraumes, das durch gemeinsame Interessen mehr von Menschen verdichtet ist. Jetzt nochmal auf Deutsch. Eine Szene ist also eine Gruppe von Individuen mit den gleichen Interessen, Überzeugungen, Vorlieben. Ja, er definiert jetzt das Wort Szene. Nee, ich finde, es ist einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt lustig sein soll oder ob das jetzt einfach nur wirklich kernbehindert sein soll. Ob er das jetzt ernst meint oder ob das jetzt wirklich nur ein Spaß ist. So, ich hoffe einfach, dass er auch ein Satiriker ist und das nur ein Spaß ist. So, erklärt uns jetzt jedes Wort. So, kann er mir bitte jetzt sagen, was an und was holy heißt?
und was Unholy zusammen heißt, kann er mir jetzt alles erzählen? Er muss mir eigentlich mal jedes Wort definieren, das wäre mal wichtig. Leben oder Geschmäckern. Das sagt doch jeder gleich, yo, Meinungsblogger haben eine Szene. Ich sag aber immer noch, nein. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist das Erstellen von Videoinhalten für soziale Plattformen und dass wir unsere Meinung sagen. Das teilen wir bestimmt nicht mit jedem anderen Nutzer auf der Plattform. Nein, überhaupt nicht. Meistens haben wir nicht mal die gleichen Überzeugungen und Vorlieben, sonst würde es ja auch nicht zu unterschiedlichen Ansichten und Streitigkeiten. Ich dachte jetzt auch, es ist vom 1. April, ist aber der 5. April. Dann definiere bitte mal im nächsten Video dieses Wort. Danke. Also ich hoffe, ey, wenn er jetzt nicht trollt, dann weiß ich auch nicht. Schön, aber ich muss sagen, toll. Ich hoffe einfach, er kann mir das Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz gut definieren in dem neuen Video. Das wäre ganz nice. Untereinander kommen. Also gibt es rein laut Definition weder eine Meinungsbürger-Bubble noch eine Meinungsbürger-Szene und schon gar keine Unterbubble, wie YOLO SG-Man es mir hier gerade sagen möchte. Aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn man einfach mal die Definition weglässt? Nun ja, die Leute, welche sich als Meinungsblogger betiteln, wie wir bereits geklärt haben, fühlen sich natürlich eher zueinander hingezogen und erstellen auch mal einen Collab zusammen oder hängen im Teamspeak, Discord etc. miteinander ab. Aber das sind dann eigentlich auch eher nur Gruppen von Freunden und Leuten, die sich hier gut verstehen. So mache auch ich Videos mit Leuten, welche sich ganz klar nicht als Meinungsblogger betiteln, sondern als Satiriker oder sogar als Kanalzerstörer. Man könnte ja auch versuchen zu sagen, dass Meinungsblogger Leute sind, welche sich in ihrem Video rein auf ihre Meinung fokussieren. Aber das machen Kanäle wie die Specials und Tommy's Lehr. Alter, gefällt mir einfach so. Ich finde da, ganz ehrlich, ja, ist jetzt so ein Troll-Video, so ein Spaß-Video, das ist ja ein gutes Video. Aber das Problem ist einfach, dass du es ernst meinst. Das ist das große Problem, glaube ich. Also es ist mal was Neues. Ja, es ist was Neues, du. Er macht mal was Neues. Ey, ich finde es super, dass er eine neue Art von Content bringt. Ja, es ist halt wirklich toll. Also er macht da was draus. Also wenn er das so weitermacht, könnte irgendwann, er könnte sich auch einfach mal Duden nennen oder so. Und dann kann er mehrere solche Videos bringen. Das finde ich nice. Das Flo, ich grüße dich. Lehrfilm doch auch. Twitch Sendings, moin. Ist die Frage doch eine Szene der Meinungsvertreter und Vollidioten schwer zu klären. Trotzdem habe ich eine simple Antwort. Es gibt einfach keine Szene der Meinungsblogger, welche so klar zu definieren ist. Und ach so? Ich finde, damit muss man sich jetzt ist mir übrigens noch nicht klar gewesen, nachdem er in den ersten 3 Minuten 5-mal gesagt hat sogar. Aber hey, so können wir immerhin nicht kollektiv beleidigt werden wie kinderabziehende Schminktussis, aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist, wo keine Szene ist, kann auch nichts platzieren. Ends of discussion. Wenn man sagt, alle... Vor allen Dingen, das Ding ist einfach... weißt du, was das Geile ist? Das Video heißt, muss die Meinungsblogger-Bubble platzen. Und er sagt, da es keine Szene gibt, kann die nicht platzen. Also ergibt der Titel gar keinen Sinn. Dann soll er doch gleich schreiben, die Meinungsblogger-Bubble kann nicht platzen. Weil es gibt ja keine. Meinungsblogger scheiße, dann braucht sich ein ungeschminkter Blackscreen auch nicht angesprochen fühlen. Und sorry, dass ich dich als Beispiel nehme, Blacky, aber irgendjemand muss ja hierfür herhalten. Fakt ist, am Ende des Tages ist das nur ein Begriff, um sich selbst ja, nicht, du bist zu schreiben. Der Rest ist Geschichte. Euer... Also ich muss sagen, so ich würde jetzt jeder ein Like oder ein Dislike geben, aber das ist halt wirklich einfach nur übel Allmann so. Das ist, ey, das ist wirklich ein stabiles Video von vorne bis hin. Ganz wild einfach. Ganz wild.